Hallihallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed. Es ist gerade irre spannend. Es ist irre spannend. Ich hab das Attentat hingekriegt jetzt auf diesem Scheißschiff und wir sind schon auf dem halben Weg zurück zum Festland. Wenn ich es jetzt schaffe, ohne ins Wasser zu fallen, das wäre mein persönlicher Gral, mein Weltrekord, mein persönlicher, für mich alleiniger Weltrekord. Das ist der beschissenste Stadtteil von allen und wenn ich es jetzt in einem Stück an Land schaffe, ich wäre so glücklich. Ich wäre so glücklich, dann breche ich sofort die Aufnahme ab und ich glaube, dann muss ich onanieren. Hier ist es so scheiße mit den... Oh, und jetzt fangen die auch noch an und schießen. Ja, und jetzt bloß nicht vom Pier fallen. Bloß nicht runterfallen. Ich gehe sofort in Rempelmodus. Mir scheißegal, wer hier alles unterwegs ist. Ein bisschen sprinten können wir ja ruhig. Okay, da ist so viel. Gleich wieder Rempelmodus. Weiter sprinten. Ja, Festland, ja. Gott sei Dank. Nach der Folge mache ich definitiv einen Aufnahmestopp. Dann bin ich erstmal beschäftigt. Und ich werde nicht mal von Leuten gejagt. Ist das geil, das Attentat. Oh, die letzte Folge, Gourmet. Das war super. Boah, ich krieg so ein geiles Gefühl gerade. Oh, wir müssen nur noch gerade durch. Gut, über die Mauer kommen wir nicht drüber. Wir müssen kurz unten lang. Ich wette, dann wird uns jemand finden. Alter Schwede. Kann ich das durchziehen im Mönchsmodus bis zum Büro? Ich stehe noch unter roter Beobachtung. Also solange da das Icon rot ist, weiß ich nicht. Ich sehe aber leider niemanden. Aber es reicht schon, dass der Typ mich schubst und dann ist hier Polen offen. Ich setze mich mal kurz da drüben. Ich kann wieder laufen, cool. Ich setze mich mal kurz hier hin und verschaffe mir einen Überblick. Nicht, dass ich hier beim Stehen geschubst werde oder irgendwo Wachen sind. Oh, wer erfindet denn so eine Sicht, ganz ehrlich? Ich erkenne null. Naja, egal. Gut, okay, keine Bedrohungen soweit in Sicht. So, jetzt nicht hier irgendwem in die Arme laufen. Ah, nicht so gut. Was, hier piept's auch noch? Wo ist denn hier einer? Achso, der. Ja, der ist jetzt weg. War hier nicht eine Leiter irgendwo? Ich dachte, hier wäre ein Leiter irgendwo gewesen. Oh, reden. Ich war das nicht. Kein Aufsehen erregen. Oh, es funktioniert. Der kapft mich zwar ganz schön doof an da hinten, aber... Ob ich jetzt wieder normal weiterlaufen kann oder zähle ich noch als Gelehrter? Werde ich beobachtet? Ich weiß es gerade nicht. Ich wage mal einen normalen Schritt. Okay, gut. Ich setze mich nochmal kurz hin und verschaffe mir einen Überblick, ob hier jemand kommt von links oder rechts. Oh, ey. Oh, ich habe mich in der letzten Folge so sehr gefreut, mir tut richtig der Hals weh. Was für ein geniales Attentat. Ey, es lief wie am Schnürchen. Ist das hier wirklich eine Abkürzung? Nee. Nee, da will ich nicht lang. Ich brauche eine Leiter, ich will auf Dächer. Auf Dächern werde ich nicht so schnell gefunden. Da ist eine Leiter, sehr gut. Wer sieht mich denn noch? Ah, okay. Alter, das ist mies. Liebes Spiel, bitte nicht solche Lecks reinbauen, ja? Wir sind hier nicht im Internet. Hoffentlich macht die Aufnahme das mit. Wehe, hier stürzt irgendwas ab. Das wäre ein perfekter Lauf. Och, ich fühle mich gerade so klasse. Warte, hier muss ich doch mal springen. Aber jetzt dürfte mich hoffentlich niemand mehr sehen, bis auf irgendwelche Bogenschützen. Und da ist einer. Der sieht mich schon nicht. Oh, fuck! Oh, fuck! Und tschüss. Ich bin weg. Ey, vorhin hat es noch geklappt. Solltest vielleicht mal das Schwert wegstecken, dann kannst du auch wieder klettern. Na, spring ihn an. Ah, schade. Gut, hätten wir das.
Hätten wir das. Sauber. Aha, schaffe ich den Sprung? Vielleicht da drüber aufs Nebendach. Boah, gerade so. Ja, was für ein Augenmaß. Ja, mittlerweile wird's was. Da oben ist ein Bogenschütz. Wo muss ich eigentlich hin? Da drüber. Dann vielleicht hier hoch. Und jetzt voll Karacho da an die Wand ran. Ja, da ist eine Flagge, aber das ist mir gerade ehrlich gesagt total egal. Da lang. Vorsicht. Kein Bogenschütze hinter der Ecke, okay. Ah, da ist schon das Assassinenbüro. Was für ein... Also Leute, also das war das beste Attentat, das ich jemals gemacht habe mit Abstand. Wahnsinnig geil. Alter Schwede, Alter, das war super. Ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein, aber hab Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Ja, ich bin halt awesome, ne? Ich bin awesome und krass im Selbstzweifel, aber mir, ganz ehrlich, die Probleme von Altair sind mir gerade total egal. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, auf nach Masyaf. Ich bin so happy, dass wir es geschafft haben. Echt, das war jetzt hier mit Abstand der schlimmste Stadtteil von allen. Also den letzten kenne ich nicht, aber... Nicht viel Zeit, Helig. Es gibt ein dieses Zeitfenster. Wo immer es steckt, Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben sie den Rest der Nacht für sich. Okay. Okay, das ist neu. Also das kenne ich noch nicht. Das ist jetzt, ab jetzt ist blind. Das letzte Zückelchen des Let's Plays ist jetzt blind. So blind wie ein Glotzaugenfisch. Boah. Ich bin noch ganz aufgeregt. Ach, ganz ehrlich, Leute. Das letzte Attentat ist mit mir durch und durch gegangen. An dem Hafen, ihr hättet das erleben sollen, wie lange ich das geübt habe. Diesen Weg über die Schiffe und wie oft ich ins Wasser gefallen bin, das war so frustrierend. Seid froh, dass er das nicht... Das wäre eine Viertelstunde verschwendete Lebenszeit. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht. Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wenig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Stoner? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Du hast deinen Stift hier liegen lassen, ne? Kann ich mir nicht einstecken? Ich sammel die Dinger doch. Ah, du meldest dich hier gerade an. Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden?
Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond. Sie haben ja keine Ahnung. Gibt es ein Problem, Mr. Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Alles Denver hier bei mir? Ich muss diese Dateien verschieben, bevor er Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Bevor er Verdacht schöpft? Verdacht wovon? Bist du eine Assassinin? Ich bin ja selber einer. Und ich glaube sogar ein richtig guter. Ich bin so gut, dass sie denken, ich sei ein Barkeeper. Haha, dabei bin ich einer der Besten. Vermute ich mal. Am Ende kommt so ein Knüller raus, weiß ich nicht. Aber, was ist denn das hier? Moment, was heißt das? Alles ist Denver. Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver? Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Dort ist der Unfall passiert. Alles ist Denver. Das ist ein bisschen doof. Gefällt mir nicht. Denk dir was Schöneres aus. Kann ich noch mehr mit dir reden? Was geht denn jetzt ab? Mein Zimmer ist aufgegangen. Ach so. Darf ich noch mehr mit dir reden? Ich will noch mehr mit dir reden. Mehr reden. Reden, reden, reden. Reden, reden. Was war hier gerade? Drücken Sie beliebige Taste, um zu interagieren. Was war hier gerade? Gar nicht müde? Ach so. Ich kann jetzt nicht, ne? Oder? Ich kann jetzt nicht. Kann nicht reden. Hab zu tun. Ach genau. Kann nicht reden. Hab zu tun. Das war's. Guti. Guti, 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 guti. An PC kann ich nicht. Der Stift liegt hier immer noch rum. Die Kamera ist wiggledy wiggle. Und, ja. Die Server sehen auch immer noch aus wie früher. Desmond, das bin ja ich. Ich habe sonst immer den Doktor so genannt, aber ich bin ja Desmond. Und wie hieß der Doktor nochmal? War das irgendwas mit Haar? Okay, hier ist wieder mein Buch, was ich nicht angerührt habe. Handtücher. Wiggle, wiggle. Hier irgendwas Neues? Da liegen immer noch irgendwelche komischen Stifte. Der Sechskant-Zahnputzbecher. Wer kennt die nicht? Wer liebt die nicht? Zahnputzblöcke. Ah, okay. Duschen waren wir auch noch nicht. Ja, na. Okay. Gut, dann, warte mal, kann ich jetzt noch mal raus? Sitzt die jetzt immer noch da? Sie ist weg. Sie ist weg. Hat sie ihren Stift mitgenommen? Tatsächlich. Aber ich kann interagieren. Okay, gut. Mein Passwort ist Willkommen Lucy. Ist hier jetzt was neu gelöscht? Von schnell günstig Medikamente. Probleme da unten? Du fragst dich, warum dich alle auslachen. Rate einmal. Wahrscheinlich besorgt es ihr ein anderer, größerer und besser als du. Wie kannst du hoffen, damit klar damit zu halten? Seid ihr sicher? Es gibt Mittel und Wege. Klick einfach auf den Link, wo keiner ist. Könnt ihr Hilfe schicken? Gut, das sollte erst einmal so bleiben. Nein. Weiß er von uns? Ach du Scheiße, da hängt ja eine ganze Konversation dran. Tja, das ist toll, wenn gelöschte Mails nicht gelöscht werden. Wir fangen mal von unten an mit Lesen. Moment. Toll, da schicken die eine verschlüsselte Nachricht und lassen den ganzen Verlauf drinne. Das ist bescheuert. Okay, irgendwer, schreibt Lucy, brauche Info zum Dia-Vorfall. Mindestens 20 starben bei Unfall. Nehme an, dass dies der Standort ist. Wenn nicht, dann sicher Aufbau, sollten versuchen zu infiltrieren. Was ist das Ziel des Starts? Sender in niedriger Erdumlaufbahn für Artefaktausweitung der Experimente zur
konditionieren Reaktion von 5 Jahren, von vor 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren sie alles, sagt Lucy an den Unbekannten. Was bedeutet alles? Unsere Gedanken, es geht um Gedankenkontrolle? Was ist mit Desmond? Das sind wir. Sie benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nahe dran. Ah, Lucy. Du bist eine von den Guten. Weiß er von uns? Nein. Doch, jetzt schon. Gut, das sollte erst einmal so bleiben. Könnt ihr Hilfe schicken? Und jetzt kommt die super duper verschlüsselte Mail, die natürlich keiner knacken kann. Und da steht... Wir... Wir sind... Alde. Wir sind bald... Elde... Es gibt Mitte... Edde... Edda... Wir sind bald... Da. Wir sind bald da. Toll. Das verschlüsseln die? Da unten. Okay, wir sind bald da, sagen sie. Na gut. Sonst noch was? Warren? Sie hat sich umgebracht, irgendwas mit einer Beziehung und ja, okay. Gut. Sonst nichts Neues. Oh, nichts los in der Assassinenwelt. Okay, gut. Wir kriegen Kumpels. Das ist doch schön. Das ist schön. Schön, das zu wissen, dass sich Menschen um uns sorgen. Komme ich hier mittlerweile rein, jetzt wo Lucy dran war? Die hat da doch nicht einfach nur dran gesessen. Ah. Widdig heißt der Typ. Oh, shit. Wisst ihr was? Das lesen wir dann. In der nächsten Folge. Aufnahmestopp. Session vorbei. Baume ist im Arsch. Kopfkino. Bin ich froh, wenn die Kamera wieder scharf wird. Bin ich froh, dass wir diesen Stadtteil geschafft haben. Machen wir jetzt dickes Kreuzchen am Kalender. Pure Erleichterung gerade. Pure Erleichterung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin dort so oft verreckt und ich habe jede Hoffnung verloren. Am Anfang der vorletzten Folge, ich war fertig, durch. Es war ein... Ich kann es nicht üben. Wir machen es jetzt so oft, wie es sein muss. Und dann klappt's beim ersten Mal. Bam, auf Anhieb und es geht. Bam, bam, bam. Hintereinander weg. All die kritischen Stellen, wo ich jedes Mal ins Wasser gefallen bin. Sprung, Sprung, Sprung. Und dann auf dem Schiff drauf. Und dann den Typen geschnappt. Sofort den richtigen erwischt. Kurzes Geplänkel mit den Wachen. Runter vom Schiff. In den... Es war genial. Ich bin immer noch total happy. Jetzt im... Ist mir gerade scheißegal, was bei dem Animus und drumherum passiert, ob wir hier Verbündete in den Feindesreihen haben. Damit beschäftige ich mich dann in der nächsten Folge. Da kann ich mich auch wieder in die Story denken, aber jetzt bin ich gerade viel zu glücklich. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bin Obaume, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und ja, wenn ja, dann wäre das schön, wenn ihr mir das mal zeigt hier. Kommentar oder Daumen hoch oder... Keine Ahnung, aber das war, diese Erleichterung zu spüren, war all die Mühe wert. Unglaublich. Guti, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.